Das heißt, sieben Tage reicht mir eigentlich komplett aus. Ich wollte ja nicht lange auf dem Mond bleiben. Kann der Ring Crossfeed dann vor das Triebwerk? Nö, aber hier ist Crossfeed aus. Das heißt, da sollte nichts passieren. Ich will auch nicht crossfeeden nach oben. Das soll sich alles selber versorgen. So. Zack. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt kommt der nächste spannende Teil. Wir müssen eine Rakete bauen, die das alles nach oben trägt. Igitt, igitt. So, jetzt kommt ein Struktur-Dingsbums. Was für ein Storage-Ring? Welcher Storage-Ring? Also welchen Storage-Ring meinst du? Den da. Es geht ja bei Crossfeed geht es ja nur um Sprit. Und Sprit soll getrennt bleiben. Um Himmels Willen. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir mit einem Pudel schaffen. Also ein Pudel hätte 1390 Delta V. Das reicht locker, um uns zum Mond zu bringen und in den Orbit zu hacken. Ach Gottchen, okay, wir müssen irgendwie wahrscheinlich gucken. Dass wir hier ein bisschen Reaction Wheels ranbringen, sonst wird das schwierig. Haben wir schon das Körbchen? Payload? Ja. Okay. Körbchen, open. Sonst kriegen wir diese Riesenrakete im Leben nicht kontrolliert. Ach, Freunde, ihr stellt mich hier immer vor Aufgaben, ehrlich. Zack. So. Rein damit, zu damit. So, das heißt, wir haben hier... jetzt müssen wir auf Körben zurück. Also 1300 bei einer Trust Rate Ratio von 0,53. Das ist aber auch okay. Das soll uns nur noch wahrscheinlich den Rest in den Orbit tragen. Und dann... nach oben. So, das Zeug hier autostruttet sich mal auf seinen Grandparent-Part. Das hier kann sich gerne zum schwersten Part strutten. So, und jetzt... ja, Körbchen. Keine Ahnung, wie soll man das sonst nennen, diese kleine Storage Bay. Na, schön würde ich die Rakete jetzt ehrlich gesagt nicht nennen, aber das kann ja jeder sehen, wie er möchte. Ich stehe da auf andere Sachen, optisch gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, aber ihr wolltet ja unbedingt in einem viel zu frühen Stadium eine viel zu große, viel zu schwere Rakete. Das wird wahrscheinlich auch noch unser nächstes Problem. Dass wir hier gleich in irgendwelche Speedlimits, sag ich schon, Gewichtslimits reinrasseln. Aber ihr wolltet es ja so. So, Skipper. Der Skipper sagt, ich habe 1900. 1900 reicht nicht ganz, um uns in den Orbit hochzubringen. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Aber dafür gibt es ja zum Glück... Guck mal, dieses Experimentteil ist super. Darauf werde ich mich aber nicht besonders konzentrieren heute. So... Können die crossfeeden? Das wäre total gut, wenn die crossfeeden können. Hm, mal gucken. Wenn das funktioniert, wäre natürlich doppelt geil. Dann können wir die Triebwerke alle mitlaufen lassen. Kann ich natürlich wieder erst im Flug testen. So, jetzt mal Frage an euch. Können die wirklich crossfeeden? Früher konnten sie das nicht. Zack. Zack. Na komm, einer geht noch. Oh, und jetzt müssen wir das wahrscheinlich mal ein bisschen nach oben hamstern. So. Ja, Gewichtslimit krass überschritten, aber das kaufen wir uns gleich noch. Joa, ein Hütchen dafür habe ich noch nicht, also machen wir das natürlich improvisiert wie alles an dieser Rakete. Zack. So, und ihr bekommt dann, genau, auf jeden Fall auch eine höhere Priorität. Das macht er von alleine. Sehr schön. Und hier ist es dann so, dass er die 61 und er die 62 bekommt. Kommt, damit die sich von hinten leer saugen. Und jetzt habe ich auch meine coolen Glücksflossen, die kommen dann natürlich auch ran. Und ihr werdet euch mal schön ans Parent Part und ihr ans Heaviest. Jawohl. Und ihr auch ans Heaviest. Ich traue dem Spiel nämlich nicht. So, und jetzt kommen hier nochmal vier davon ran. Was kostet die Welt?
So, und wenn wir das alles zusammenzünden, dann haben wir immerhin schon eine Thrust-Weight-Ratio von 0,99 und ein Delta-V von bla. Das ist natürlich in der Atmosphäre nochmal ein bisschen was anderes. Aber das ist jetzt... Ja, ja, die Masse ist zu schwer, ich weiß, Kashi, aber wir upgraden gleich das Launchpad. Ist ja nicht so, als ob wir nicht 800.000 auf der Bank hätten. So, und da kommt jetzt nochmal oben drauf, einfach nur, weil wir es können, die Booster. Oh ja. Oh ja. Damit sollte das Pferdchen dann auch in die Luft gehen. Auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Weil wir haben jetzt auch Zugriff auf coole große Booster. Unglaublich große Booster. So. So. Die müssen wir auf jeden Fall mit ihren Grandparents strutten. Und die kriegen auf jeden Fall auch ein kleines Hütchen oben drauf. So, und wenn wir die jetzt auch noch, einfach nur, weil wir es völlig übertreiben wollen, in die Stufe reinhängen, dann sind wir Atmospheric bei, warte mal, so rum macht Sinn, 1,23, das reicht knapp für einen Start. Und wir sind mit 431 Tonnen auch nur so ein bisschen overdone. Seitentriebwerk ist schief dran. Was heißt denn hier schief? Das ist nicht schief. Es ist vielleicht ein bisschen versetzt zueinander, aber irgendwas ist ja immer... Ich finde, das ist symmetrisch genug für meine Ansprüche. Ja, vielleicht ist es... Wartet. Kommt. Oh, falsch. Kommt. Wir machen das nochmal ordentlich. Hier so müssen die ungefähr sein, damit es gleichmäßig ist und auch die Ordnungsgestörten unter euch sich auf jeden Fall wohlfühlen. So. Okay, ich mach mal kurz das Fuel Delivery Overlay an. 70, 70, 70, 60, 61, 62. Okay, theoretisch müsste das hinhauen. Ja, ja, ich mache die Flossen schon noch gerade. Ich wollte nur kurz einmal gucken, ob das so okay ist. So. Okay, ich habe Experimente. Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist natürlich dieses blöde Lab, ne? Ach komm, was soll der Geiz? Wir nehmen natürlich auch noch dieses blöde Material-Lab mit, oder? Nee, machen wir nicht. Ich weiß nicht, wo ich das hinklatschen soll. Wir nehmen nicht das Material-Lab mit. Also Science Lab, das Science Junior sparen wir uns mal. Das muss ein andern Mal zum Mond. Dann gibt es für die zukünftigen Wissenschaftler auch noch was zu lernen. So, jetzt... zack, 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 zack. So, lasst mich überlegen. Es ist jetzt nicht mehr versetzt, ne? Weil ich das Versetzte fertig mache. Das ist jetzt nicht mehr versetzt. Das ist jetzt komplett symmetrisch. Genau, ich wollte auch gerade meine Liste losgehen. Also, Essen, check. Habitation, check. Strom, Fuelzell und Dingszellen, check. Staging, muss ich gleich noch kontrollieren. Und Antenne. Antenne ist das letzte Bauding und dann muss ich das lustige Gerät freischalten. Also 9600 Delta V ist auf jeden Fall schon wieder sehr auf der sicheren Seite des Lebens gedacht. Und wir bauen uns die Antenne mal nicht auf die Seite, wo unsere Tür ist. Da gibt es sonst wieder nur Unfälle beim Aussteigen. Ich kenne mich ja. Gut. Zack. Das ist die Antenne. Staging. Wir gehen mit der ersten Stufe los. Und ich muss jetzt unbedingt was trinken, Freunde. Ich mache mir mal kurz meine zweite Flasche auf. Das geht hier sonst so nicht weiter. Ich bin viel zu nervös vor dem Flug. Ich mache hier sonst nur irgendwelche Baufehler. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr körbelige Rakete, weil wir viel zu früh eine Rakete bauen mit viel zu großen Bauteilen, die wir eigentlich noch nicht benutzen sollten. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch cool, weil ich kann dadurch einen Wissenschaftler mitnehmen und der Wissenschaftler kann die Experimente wieder freiräumen, also das Mystery Goo zum Beispiel, kann der halt wieder in einen sauberen Zustand resetten, sodass ich das Mystery Goo tatsächlich bei allen Gelegenheiten benutzen kann, wo es auch nur ansatzweise so aussieht, als ob es Sinn machen würde. So, aber dafür müssen wir jetzt einmal den Moonlander 1 speichern. Oh Gott, das wird so schief gehen, diese Rakete.
Ja, ich wollte die auch gar nicht launchen. Ich wollte rausgehen und das Launchpad upgraden, damit das möglich wird. Ja, alles gut. Die Rakete ist noch nicht fertig. Lasst mich erstmal das Launchpad einmal upgraden. Nicht nervös werden, Freunde. Nicht nervös werden. Also, wir geben jetzt einmal 282.000 aus. Dann ist hier schon mal Launchpad auf Unlimited. Ich hatte ja gesagt, ich habe diesmal dafür gesorgt, dass Geld nicht das Riesenproblem wird. Ja, es macht Sinn, die Materials Bay noch mitzunehmen. Ich weiß auch, aber ich finde es ein bisschen doof, die da jetzt noch drunter zu klatschen, weil es einfach scheiße aussieht. Aber wir können es natürlich machen. Passt auf, das würde nämlich folgendermaßen aussehen. Wir nehmen hier nämlich die Materials Bay mit rein, dass wir sie zumindest auf dem Mond zu. Oh, wartet mal. Erstmal kommt der Decoupler. Jetzt nicht im letzten Moment einen Fehler reinbauen. Zack. Dann kommt die Materials Bay in der Hoffnung, dass sie nicht zerquetscht wird. Und dann autostarten wir das. Und wir autostarten am besten das hier auch nochmal. So. Sieht dadurch natürlich gleich viel beschissener aus, ne? Warum liegt denn hier noch eine Dingsbay rum? Wahrscheinlich, weil ich es vorhin verworfen habe. Das ist eine fürchterliche Rakete, das ist euch hoffentlich klar. Und ich weiß auch nicht, ob das landen wird in einem Teil. Die letzte Stufe hat eigentlich auch viel zu viel Delta V, ne? Ich könnte eigentlich die letzte Stufe ein bisschen kleiner machen, for the sake of nicht umkippen. Gebt mir mal einen kurzen Moment. So, was ist denn, wenn wir die hier ein bisschen verkleinern, wenigstens? 1700 Delta V ist doch immer noch vollkommen in Ordnung, oder? Was sagt ihr? Ich finde, das reicht auch. 1700 Delta V, das reicht locker, um vom Mond zurückzufliegen. Und noch zu bremsen, das haben wir eben auch gesehen. Dann ist das Ding ein bisschen flacher zumindest. Oh, wovor ich richtig Angst habe, ist der Schwerpunkt von dem Teil, ne? Jo. Genau das hatte ich befürchtet. Genau das. Wird es die Atmo überleben? Oh, schauen wir mal. Werden wir gleich rausfinden. So, zack. Also, dann kommt das hier wieder ran. Die alte Außengondel. Jetzt müssen wir das natürlich wieder schön symmetrisch machen, damit ihr nicht alle ausflippt. So. Und last but not least eine Antenne auf der anderen Seite von der Tür. Aber nicht viermal. Ja. In der Übersicht braucht man 1900 und ich bin der Mann, der gerne Sicherheiten einbaut, weil ich nicht mal eben quicksafen kann. Nennt mich paranoid, aber es ist einfach so. Okay, wisst ihr, was wir noch Cooles haben? Ein Sicherheitslicht. Und wisst ihr, was wir damit machen? Wir bauen das an. Einfach nur, damit ich das Sicherheitslicht irgendwann mal anmachen kann. Ich will mal wissen, was es macht. Da, Alarm, Alarm. So, ja, wir nehmen noch ein bisschen Solarzellen mit für die Rückkehrrakete, dass wir da nicht aushungern unterwegs, weil wir dann nämlich auch den. Oh, wartet mal. Wir werfen den Stromgenerator ab, bevor wir zurück sind auf. Oh, das ist gefährlich, ne? Das ist richtig gefährlich. Ja, gut. Bisschen Risiko muss sein. Ich sehe gerade was. Ich glaube, wir bauen uns noch eine weitere Batzi ein. Einfach nur, um sicher zu gehen. Oder? Brauchen wir noch eine Batterie? Das sieht ja auch nicht schick aus. Komm mal weiter runter. Nee, weiter runter. Will er mich verarschen? Nee, so ein Ring will ich da nicht. Das kann ich nicht ertragen. Okay, dann gibt es keine weitere Batterie. Ach, Gottchen. So. Es ist alles geautostruttet. Nee, das ist es noch nicht. Heaviest Part. So. Das Ding hier muss auch wieder geautostruttet werden. Jupp, Heaviest Part. Obwohl.
Ja, doch, heaviest part ist gut. Das Ding hier ist auto-gestruttet mit dem Root Part. Das hält dann auch die Vibrationen raus. Okay, Freunde. Wir haben Solar an der Rückkehrstufe. Wir gehen damit ein kleines Risiko ein. Falls ich natürlich von der dunklen Seite starte, dann muss ich auf jeden Fall ordentlich aufladen, weil mein Triebwerk kann keinen Strom produzieren. Das heißt, wir werden dann kurz trocken laufen potenziell und müssen auf die Solarzellen hoffen. Das ist ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Aber wisst ihr was? Wir können zumindest... Kommt. Was soll der Geiz? Ich meine, jetzt ist... Wir sind eh schon weit ab jeglicher reellen Benutzung, vernünftigen, vernunftbegabten, wie auch immer, Benutzung dieser Rakete. Also können wir es auch komplett übertreiben. Okay, wir haben noch 12 Minuten für den Stream offiziell. Wir wollen zumindest noch los in Richtung Mond. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. So, jetzt Startrampe. Zack. Nee, nicht da rein. Da rein. Es ist Solar am Pott, aber ich habe Angst davor, dass ich auch mal im Dunkeln unterwegs sein könnte, Kelvin. Und meine Kerbals verbrauchen leider Strom, um zu überleben. Und wenn ich keinen Strom mehr habe, kann ich leider das Raumschiff nicht mehr steuern. Das sind alles so Faktoren. Ja, die Batterien machen nicht viel aus vom Schwerpunkt, die wiegen fast nichts. Kerbal-Batterien wiegen 0,005 Tonnen. Das macht überhaupt nichts aus im Vergleich zu dem Tank. So, die sind weg. Die sind weg. Wenn wir den da wegsprengen, wollen wir gleichzeitig auch... Nee, warte. Wollen wir eigentlich... Ja, wir wollen das Ding direkt mitzünden. Wir gehen Vollgas am Anfang. Ja, dann fressen wir zuerst die Außentanks leer. Dann fressen wir den inneren Tank leer und sprengen die äußeren dabei natürlich ab. Jawohl, ich hoffe, das passiert dann auch schon nicht mehr allzu tief in der Atmosphäre drin. Dann kommt die nächste Stufe. Die nächste Stufe hat sicherlich auch irgendwo ein Triebwerk, oder? Oh, die habe ich jetzt gerade falsch gepackt. Okay, das war schon richtig so. So, nächste Stufe hat ein Triebwerk. Sehr schön. 0,15er Trust-Weight-Ratio. Das ist ein bisschen erschreckend irgendwie. Aber es ist halt so. Da müssen wir hoffentlich schon im Orbit sein. Das ist dann unsere Transferstufe. Ach so, ja, wegen dem. Das sind 058er, ist schon besser. Das ist unsere Transferstufe. Okay, dann, wenn wir den hier abkoppeln, gehen wir auf die vier Triebwerke rüber. Das ist zum Landen, das sieht gut aus. Dann werden wir irgendwann die hier auch absprengen und starten. Und das passiert hoffentlich gleichzeitig. Auf jeden Fall ist dann eigentlich eh Abbruchphase angesagt. Und dann gibt es irgendwann wieder Eintritt. So, Staging, check. So, egal wie viel Bier ich jetzt noch trinke, es wird mich nicht beruhigen, denke ich. Das heißt, wir packen jetzt die Crew rein und fliegen das Ding zum Mond, ne? Hoffe ich. Oder sterben bei dem Versuch, es zu tun. Also ich finde ja, bei euren Verlangen hätte Massive Scale Launches sehr viel besser zu uns gepasst. Ich wollte das nur nochmal am Rande erwähnt haben. Okay, und es fliegen uns heute natürlich der Luis wieder als Pilot und er nimmt den Marius mit, der eingetragene Wissenschaftler für die Mondmission, der jetzt auch schon mal ein bisschen Übungszeit bekommt. Flossen sind dran, alles ist dran, es hat positive Trust-Weight-Ratio. Wenn wir starten, also ich weiß es nicht. Was kann schlimmstenfalls schiefgehen? Wir könnten alle sterben. Ja, machen wir das Beste draus, würde ich sagen, oder? Ich hoffe, dass mit dem Crossfeed-Fuel-Dingsbums funktioniert. Sonst wird es ein bisschen peinlich. Da muss ich mir gleich noch die Tanks aufmachen, um das zu beobachten. Nicht, dass der den Tank in der Mitte direkt leer saugt. Dann muss ich das mittlere Triebwerk schnell abschalten können. So, er schluckt ein bisschen beim Laden der Rakete. Aber wir sind noch da und wir sind auch noch am Leben. Und wir haben keine Eva-Views, keine Eva-Views für die. So, das ist natürlich schade. So, also den brauchen wir gleich. Und wir brauchen den hier gleich, um zu sehen, den darf es nicht sofort leer saugen. Das muss eigentlich aus den Außentanks kommen. Und wir können zumindest mal gucken, dass wir die Sachen hier schon mal erledigen. So, zack,
Speichern. Zack. Speichern. Zack. Speichern. Ach, warum auch nicht? Wo ist denn unser Ring? Aim Camera. Schwupp, jetzt müssten wir da gut ranzoomen können. Sehr schön. Dann können wir einmal Magnetometerdaten loggen. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Zack. Und wir ziehen das aber auch wieder ein. Oh, seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Ich zögere es jetzt noch künstlich hinaus. Hihihihihi. Die brauchen wir später auf jeden Fall auch irgendwann mal. Nee, das ist das Supply Bag und Observe Mystery Goo. Und Observed. So. Das muss der Wissenschaftler nachher alles wieder ordentlich machen. Oder wir sind vorher draufgegangen. Das finden wir jetzt gleich raus. Ich finde ja immer, das ist ein ganz schlechtes Zeichen mit dem... Ja, das ist komisch. So, Science Here and Now kann erstmal aus. Ich muss mich auf den Flug konzentrieren. Fingers crossed, Daumen gedrückt. Wir sind auf dem Start. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal die Kamera wieder auf eine vernünftige Position. Nee, das ist irgendwie keine vernünftige Position. Aim Camera. Reset Camera. So, jetzt ist sie wieder da, wo sie sein sollte. Und es geht los in 3, 2, 1 und Start. Und die gute Nachricht ist, es geht schon mal nach oben, auch wenn sehr behäbig. Es ist nicht sofort umgefallen. Können wir dich da machen? Ah, guck mal, da geht unsere Warnlampe da hinten an. Okay, nicht zu viel rumspielen. Es sieht gut aus, dass das mit dem Strom, mit dem Sprit so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich gebe ihm jetzt ein ganz kleines bisschen Drall schon mal in die richtige Richtung. Er scheint auch erstmal stabil zu sein. Sieht alles gar nicht so schlimm aus. Wir sind jetzt schon relativ schnell. Ich nehme ein bisschen Speed raus, dass wir nicht zu schnell werden, weil wir sind alles Mögliche, aber wir sind sicherlich nicht aerodynamisch. Okay, die Booster machen gerade das Wichtigste. Kurzer Schluck. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Max Q, also Maximum Dynamic Pressure kommt gleich, gefolgt von der Boosterabtrennung. Und wir gehen auf Vollschub unsere Haupttriebwerke, damit wir hoffentlich stabil bleiben. Und Boosterabtrennung ist sauber durch. Wir sind auch bei einer positiven Thrust-Weight-Ratio, das heißt, die Reise geht weiter. Wir sind gut unterwegs. Wir sind tatsächlich gut unterwegs. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt schauen wir mal, wie weit uns das hier gerade trägt. Wir haben momentan mit der Stufe 3200 Delta V angezeigt. Wir müssen jetzt langsam gucken, dass wir in einen Gravity Turn kommen. Es könnte alles schlimmer sein bisher. Ich habe schon beschissenere Raketen geflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sind halt auch 5 Triebwerke, die gerade Lenkleistung geben. Und der Luis hat natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. So. 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 Wir sind Gravity Turn mäßig durch. Das heißt, wir fliegen jetzt auch einen relativ effizienten Pfad nach oben. Und ich lasse die Triebwerke jetzt erstmal auf Volllast laufen, damit wir schön Schwung holen, solange wir noch mit der vollen Betankung fahren. Und dann nachher mit dem einen Triebwerk nicht ganz so popelig dastehen, weil ich glaube, das hatte nicht ganz so geniale Thrust-Weight-Ratio. Ich erinnere mich jetzt nicht zu 100%, wie es war, aber wir machen es jetzt lieber erstmal so. Und pumpen uns hoch, dass wir schon mal halb im Orbit stehen. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Der Lander ist natürlich noch ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, ich hätte eine kleine Rakete rüber geflogen. Ich mache das hier für euch, weil ihr euch gewünscht habt, eine große Rakete zu sehen und diesen Salamander-Pod in Action. Ich habe nicht darum gebettelt. Ich habe euch gefragt, ihr wolltet eine Riesenrakete. Ihr kriegt natürlich eine Riesenrakete. Ich bin ja gar nicht so. So, wir können ein bisschen runtergehen jetzt mit dem Druck. Ja, ein bisschen gegenhalten. So, sehr schön. Also ich gehe jetzt auf ein Drittel Schub runter. Das sieht alles gut aus. Wir sind fast auf 70 Kilometer Periaps angekommen. Und eigentlich... Ach, guck mal, hier scheinen auch Manöverfunktionen in dem Pod drin zu sein. Luis ist viel besser, als er eigentlich war. Luis hat ein Upgrade bekommen.
So, jetzt können wir mal schauen, ob es irgendwas Wichtiges zu tun gibt. EFA-Report sparen wir uns gerade. Wir sind unter Triebwerkslast. Das machen wir nicht. Da fliegt man weg. So, und alles in allem sieht es gar nicht so schlecht aus, dass wir es damit tatsächlich bis zum Mond schaffen könnten. Und ich würde sagen, ohne euch, ich will euch jetzt nicht direkt in so einen Hardcore-Cliffhanger reinjagen. Also wir machen uns mal schon noch auf dem Weg bis zum Mond. Ich guck mal, wie lange wir überziehen. Maximum zum Überziehen wird für mich eine halbe Stunde, weil sonst kann ich es nicht mehr schön in mundgerechte Folgen schnibbeln. Ich sag mal 40 Minuten, dann kann ich es nicht mehr schnibbeln. So, wir sind an den Außentriebwerken leer, ne? Das heißt, wir können uns von denen verabschieden. Sehr schön. So, das macht uns auch nochmal ein bisschen effizienter. Jetzt müssen wir aber Gas geben, dass wir nicht absacken. So. Das sieht aber ganz gut aus, dass das klappen dürfte. Ja. Ja, wir sind im guten Bereich unterwegs. Okay, also wir tragen uns jetzt mit der Stufe 1700, die brauchen wir bei Weitem nicht mehr. Das wird sogar reichen, dass wir wahrscheinlich mit der Stufe... Also es ist völlig overdone, völlig overdone. Doch, ich mag Herausforderungen, aber mit den passenden Bauteilen normalerweise. Okay, also die Rakete leert sich jetzt langsam. Wir haben 1600, wir brauchen noch ungefähr, ja, bei Weitem nicht mehr so viel. So, ich nehme jetzt hier ein bisschen Schwung raus. Wir sind wirklich gut unterwegs. Sind wirklich sehr gut unterwegs. Ich lasse ihn jetzt einfach schön auf Orbit fliegen. Und jetzt gucken wir uns mal diese Kapsel von innen an, wie das eigentlich aussieht. Also zumindest einen internen View hat es. Guckt mal, da sitzt unser Wissenschaftskollege im blauen Anzug. Hier Sub-Explosion XY, irgendwas komisches. Kleine Fenster, viele Computer, ein Handbuch. Ach, mit einem Salamander drauf, sehr witzig. Salamander-Pot, ihr wisst schon. So, und hier drüben einen kleinen Wackelkörbel. Hula-Hoop-Wackelkörbel. Ach, sieht aber insgesamt ganz schick aus von innen. Schade, dass er kein Bild hat, was auch immer da kaputt ist. Da kann man ein bisschen Körben sehen. Ja, wir bewegen uns langsam aber sicher in Richtung Körben-Orbit. Das sieht also alles soweit ganz gut aus. Und dann können wir gleich einmal unsere Experimente ausräumen und den Wissenschaftler seine Arbeit machen lassen. Indem wir das alles resetten. Dann könnt ihr mal den Wissenschaftleranzug in Action sehen. Ja, und theoretisch müssten wir diesmal die Fuel Cell gar nicht so oft benutzen müssen, weil das eigentlich unsere Solarzellen größtenteils übernehmen sollten. Ja, schade, dass die beim Salamander nie zu sehen sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass das bei mir irgendwie so ein Bug ist oder sowas. Aber man müsste doch das hier machen können, oder? Ja. Guck mal, da können wir sie drin sitzen sehen. Wie rum auch immer. So rum sitzen sie. Mit offenem Visier. So, wir sind gleich im Orbit angekommen. Ist gar nicht mehr lange hin. Das hier können wir uns jetzt sparen. Das war für die Notabschaltung, falls ich irgendwie merke, dass es Probleme gibt mit dem Crossfeeding. Aber das hat tatsächlich funktioniert. Sehr schön. Dann können jetzt die Dinger tatsächlich auch sauber crossfeeden. Ich glaube, das ging früher nicht. Von daher, alles gut gelaufen. So, schleichi, schleichi, schleich. Wir kratzen langsam am Orbit. Die Sterne flackern wieder. Ja, vielleicht tun sie es ab und zu, wer weiß. Aber das ist jetzt die kleinste wissenschaftliche Ungenauigkeit, über die ich mich bei Kerbal Space Program aufregen würde. Da gibt es ganz andere Sachen. So, schöner runder Orbit. Und zack. 90-91 aus dem Handgelenk geschüttelt. Also mit knappen 100, nicht mal 100 Metern Abweichung zwischen Apoapsis und Periapsis. Und das von Hand geflogen, da kann man Luis nur alle Komplimente machen. So, und jetzt würde ich sagen, suchen wir uns einen relativ schönen direkten Kurs zum Mond rüber. Der dürfte dann wohl hier so stattfinden. Vermute ich zumindest mal. Oh, das war ein bisschen viel des Guten. Da kann man noch ein bisschen rüber. So. 25 Kilometer Höhe, das klingt gut. So, und jetzt muss der Marius mal seine erste Eva machen. Wir lassen nebenbei den Science Here and Now laufen, dass wir sehen, falls wir einen EFA-Report machen können. So, und jetzt sammeln wir mal alles ein, das holen wir uns gleich, alles ein, was es so zu holen gibt. Das Magnetometer können wir gleich senden. Aber hier gibt es auf jeden Fall
den Mystery Goo zu nehmen. Ne, nicht Reset, Restore. So, der Mystery Goo ist wieder fit.